Recht herzlich willkommen zur 213. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir hier schön reingeguckt überall, haben die Friedhöfe gemacht, die Mülldeponien gemacht, passt, ne? Aber hier waren gerade noch drei Häuser, die man abreißen konnte. Das ist wohl schon von alleine gerade passiert, oder? Schmeiß die mal noch raus hier, und die anderen beiden sind aber schon weg. Jetzt gerade natürlich ein Frosch im Hals, mit der Aufnahme angefangen und schon ist der Frosch da, läuft, ne, oder? Gut, was sollten wir noch beobachten? Vielleicht irgendwelche Statistikseiten. Letztes Mal hatten wir hier unwahrscheinlich viel Kommerz, der da jetzt auch schon wieder hochkommt. Müsste man denen vielleicht noch was zur Verfügung stellen. Hier fehlt irgendwie wahrscheinlich eine Feuerwehr, weil da alles abgebrannt ist. Nein, das war Feuerwehr, war da. Ja, sieht so aus. Vielleicht ziehen wir hier mal eine Feuerwehr rein. Eine klassische Feuerwehr aus Europa. Zack, läuft, ne? Und das da gegenüber. Und hier diese können wir mal abreißen. Und da kommen wir auch noch hin. So, das läuft dann. Was haben die da für ein Problem? Zu hohe Steuern. Steuern sind zu hoch. Okay, lassen wir aber so hoch. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon geguckt, ne? Kann das sein? Hier wird geräumt. Ja, Kommerz, Industrie. Ja, die Industrie hat hier genug Plätze. Sollten sie nicht so oft schließen. Wo waren sie denn jetzt? Was sind das hier für Gebäude? Mineralölfirma, interessant. Hier sind ja genug Stellen noch, wo was hin kann, ne? Wenn die hier mal das bereinigen würden. Und dann können sie da auch noch ein paar Stellen bauen, ne? Aber die wollen ja immer noch die Arbeiter haben, die, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Hilflosen, sondern nicht die Hilflosen, sondern die Ungebildeten. Nicht, dass wir hier das Falsche abreißen. Na, ist doch das wohl. Dann haben die ja ein paar Stellen hier, ne, wo sie noch was bauen können. Allerdings sind es tatsächlich nicht wirklich die meisten, ne? Und so fordern noch mehr. So, gibt's hier noch eine Stelle, wo man was bauen kann? Eher nicht, ne? Da gibt's noch zwei. Ne, das ist ein Friedhof, oder was? Hier geht noch was. Das kann auch abgerissen werden da. Ja, wo kann man noch was bauen für die Herrschaften mit dem Dingens, ne? Industrie, hier ist noch Industrie. Vielleicht hier noch irgendwo eine Straße durch. Haben wir da eine Möglichkeit? Hier so rein? Würde ich mal sagen, ne? Straße da reingebaut. Zack. Und bis dahin hin. So. Und da wieder zurück. Dann haben wir das auch erledigt. Und hier können wir noch bis da machen und bis da machen. Dann ist das auch erledigt. Wasser, wie sieht's da aus? Müssen wir dann noch reinleiten. Ja, komm, machen wir dann bis hierhin. Passt dann. Die Frage, ob der Fitzel da nötig ist, aber wir machen mal gerade, ne? So, dann können wir hier kommerziell was machen. Und zwar hier die Ecke bei der Kreuzung, denke ich mal. Oh, das war jetzt zu viel hier. Da machen wir den ganzen Kommerz hin. Dann sind die gleich auch zufrieden. Stopp mal, hier müssen wir noch ein bisschen Platz lassen, weil da noch eine Straße lang soll.
Kann man ja auch rein theoretisch schon hinmachen, ne? So. Und dann noch mal das. Und das zugebaut. Ja, weiß ich nicht, da. Aber bis dahin. Das komplett. Genauso wie das. Hier können wir noch ein bisschen Kommerz hin machen, oder? Kann man hier so machen, dass das, ne, geht nur komplett, wenn. Aber da würde ich dann auch gerne hier mal sowas noch machen, ne? Na, den nicht. Das gehört ja auch zur Industrie, ne? Das können wir hier komplett zubauen. Mach den nochmal weg. Und hier machen wir noch den Kommerz hin, dann ist der erstmal zufrieden. Ja, da haben wir eigentlich auch schon hingemacht, ne? Wir können auch wieder Industrie bauen. Schon wieder Bedürfnisse hier erfolgreich abgeschlossen. Ja. Hier ist alles voll. Hier könnte man noch erweitern, ne? Können wir da noch ein paar Wohnhäuser machen. Oh, so ein paar Sackgassen rein, ne? Zack, und hier machen wir eine Straße rüber. Passt. Und hier machen wir noch eine hin, die dann noch da geht. Und die auch noch da geht. Passt. Fertig. Wie sieht's da mit Wasser aus? Schlecht. Müssen wir dann noch anlegen. Ah, da mag er dann nicht. So ist schon gut. Und hier geht's dann bis da und auch ein Stück noch da. Dann ist das schon erledigt, ne? Ja, komm, zack, fertig. So, das Wohngebiet steht auch. Ja. Wie sieht's mit Feuerwehr aus? Da ist eine. Allerdings auch abgeschaltet. Das würde bedeuten, machen wir mal so. Und verschieben die nach hier. Lässt die sich dann auch so platzieren, dass es da, ja, jetzt geht's. Okay. Das war die Feuerwehr, ne, oder? Nee, war sie gar nicht. Das war eine Arztpraxis. Hätten wir besser die da genommen, ne? Okay, das heißt, die verschieben wir dann auch noch. Und zwar dahin. Und schalten die aber auch mal ein. Genauso wie wir diese jetzt hier auch einschalten. Gut. Und dann sind wir hier nochmal bei der Feuerwehr. Interessant hier nebenan. Ach so, das ist, weil diese Sackgasse da ist. Okay. Vielleicht müssen wir da dann doch einen Durchbruch machen mal gerade. So, dann sind zwar ein paar Häuser weg, aber dann ist das feuerwehrtechnisch wahrscheinlich auch besser abgedeckt. So ist es. Und hier machen wir dann auch noch sowas. Ist die Frage, ob wir diese Straße nicht mal durchziehen dann, ne? Ja, was haben wir da? Das
Richtig schöne, schicke Feuerwache. Machen wir da ein. So. Läuft. Crime haben wir nicht. Die sind nur glückliche Menschen, da brauchst du gar keine Polizeiwache. Selbst ein Knast konntest du abschalten. Na hier, da mit dem Boot. Da können sie klauen, was sie wollen. Da kommen sie mit dem Boot angefahren, die bösen Menschen, und klauen da alles raus wahrscheinlich. Feuerwachen und Polizeiwachen brauchen wir nicht. Läuft, ne? Ja, Schulbildung haben wir hier. Gibt's auch irgendwo Schulbildung nicht, weil wir ja diese Ungelernten noch haben wollten, ne? Ja, überall haben wir Schulen. Da sind die Ungebildeten sozusagen. Ja. Müllabfuhr brauchen wir nicht. Läuft. Können wir erst so lassen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen noch Wohnfläche hinmachen, ne? Jetzt ist noch Kommerz gefragt. Okay, aber das ist dann wieder so doof. Dann müssen wir das hier umschalten halt. Das ist ein bisschen doof. So. Das machen wir wieder weg. Geht die Straße da rum? Ja, die geht da rum. Dann lass es so. Machen wir hier noch ein bisschen was hin. So, passt schon. Ja, der Rest wird grün. Dann haben wir da noch einen Streifen und dann war es das schon. Läuft, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir hier noch die Straße gerade rumziehen wollen. Hier so, ne? Ich glaube, machen wir noch. Ja, komm, zack. Und grün. Passt. Ja, könnte man natürlich hier jetzt sagen, komm, machen wir hier. Ah, ja, toll. Mach's nicht so, sondern so. Und da machen wir noch was Blaues hin. Und zwar so. Und dann blau machen. Falls der da, das wird wahrscheinlich von da hinten aus sein, aber ist auch egal. Passt schon, ne? So, Strom, Wasser hatten wir. Strom kommt von alleine, aber über das ist auch schon gegeben hier. Super, läuft. So, dann kriegen wir das auch zustande. Ist die Frage, wie es da mit der Bildung ist. Ah, die ist da gerade schlecht. Aber das ist ja auch unser Ziel vielleicht, die Bildung hier hinten dann niedrig zu halten, damit die Leute auch eine tolle Ausbildung haben, ne? Also, die Nichtgelernten für die Firmen müssen wir auch noch machen. Gut. Das machen wir auch nicht mehr. Das haben wir dann alles soweit erschafft. Jetzt müssen wir mal reingucken, ob wir hier Strom zum Beispiel genug haben. Läuft. Wasser ist gut. Beim Müll sind wir ein bisschen schwach, aber geht noch. Auslastung der Mülldeponien sind niedrig, das ist ja schon mal cool. Bildung sieht soweit gut aus. Gesundheitswesen ist top. Beerdigung ist auch okay. Das können wir so lassen. Alle zufrieden. Was haben wir sonst noch so? Was haben wir hier? Verschmutzung, also weil Industriegebiet ist klar. Ja, Verkehrslasten müssen wir dann wieder eigentlich schon wieder bearbeiten, ne? Ja, nehmen wir hier gerade die Verkehrskreuzung dran. Ja, diese Ampel kann man sich schon wieder schenken sozusagen. Machst du da eine Stoppstraße raus und können die fahren. Und wie sieht das an der Kreuzung aus?
Da ist. Das musst du schon so machen, ne? Ja, das ewige Spiel der Ampel, ne? Vielleicht löst sich so besser auf. Vielleicht haben wir diese Straße da. Oder ist das überhaupt in dem neuen Wohngebiet? Nein, ist es nicht. Ganz woanders. Ja, ist so. Läuft soweit da. Und da müssen wir gucken, wie es sich dann wieder entwickelt, ne? Ja. Lassen wir so. Hier sind Ampeln, die keiner braucht. Alles gut. Okay, dann nochmal Verkehr anzeigen. Oh, hier ist der Knoten immer noch da. Ergibt sich hier durch die Autobahnabfahrt, die wir da mal als Vorfahrt berechtigt gemacht haben, ne? Ja. Müssen wir gucken, was man daraus macht. Die stauen sich auch bis da hinten hin. Also das muss ja schon so momentan so sein, ne? Alternative wäre, das hier dran zu binden. Ah, nein, die ist zu weit weg, die Straße. Jetzt hast du hier schon den großen Stau, weil jetzt hier die Verkehrsregelung anders ist, obwohl die Verkehrsregelung richtig ist. Hast hier trotzdem noch einen Rückstau. Aus dem Viertel raus, eine Straße ist zu schwach. Ist das denn das ganze Viertel, was da raus muss? Sieht so aus, ne? So, das bedeutet, hier hinten muss ich was ändern. Da können wir nämlich da noch eine Ausfahrt machen. Vielleicht teilt sich das Ganze dann. Ist so, ne? Da ist eine Ampel automatisch hingekommen. Na, lass mal so. Vielleicht ergibt sich dann das mit dem Verkehrsfluss mal irgendwann nach da hinten, dass hier vorne nicht alle raus wollen. Ist die Frage, ne? Gucken, ob es hier irgendwann angenommen wird. Es waren auf jeden Fall schon welche hier lang. Keine Ahnung, was es war. Okay. Da hält ein Bus. Wofür sind die Grundstücke hier? Häuser. Zieht aber keiner hin. Pinkeln wir die mal grün an. Pinseln wir die mal grün an. Ja. Nochmal geguckt. Ja, da stehen sie schon. Vielleicht wird es dadurch hier besser, kann sein, muss aber nicht. Gute Frage. Hier ist aber nicht mehr dunkelrot, ne? Ist schon ein bisschen anders. Aber dafür stehen sie jetzt schon auch bis auf der Bahn. Das sind so kurze Stücke, das ist so, ne? Was macht die Verkehrsführung? Geht so. Ist aber auch schon so, ne?
Vielleicht hier noch eine Linie reinmachen. Oder eine Straße, nicht eine Linie. Und gibt es die auch mit Bäumen, die Einbahnstraße? Ja. Komisch, da geht's nicht und dann wird's weggerissen, ne? Auch cool, oder? So, da fahren sie rein dann. Und dann dürfen sie da gleich nur noch raus. Schon ausgewählt. So, da müssen wir das Ausgangszeichen nehmen, ne? So, da rein, da raus. Weiß nicht, ob das was bessert. Das ist der Kreuzungsbereich. So, jetzt so. Okay, das ist jetzt zweispurig. Das ist schon mal ein Vorteil vielleicht. Rein fährt sowieso gerade keiner. Doch, da war der Erste. Ist hier die Frage, ob man das hier nicht was ändert. Dieses Stück mal so machen. Und die Autobahnabfahrt. Und da. Noch da ziehen, ne? Will er aber gerade irgendwie gar nicht, ne? Ach, sobald der da ist, alles klar. Und dann können wir das gleich wegreißen. Und haben das dann auf einem Stück erst, ne, oder? Zack, ich mach's jetzt weg und dann fahren die da lang. Dann ist das eine Kreuzung hier, ne? Und dann müssen wir mal die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung noch begutachten. Da ist eine Ampel. Den Bagger natürlich wegmachen. Und dann das. Oh, was macht er jetzt hier? So, jetzt aber. Da war mal eine Kreuzung, sieht man, ne? Und jetzt müssen wir das so machen. Hoffen, dass die dann gleich wieder rausfahren, weil sie stehen ja auch wieder bis auf Autobahn. Sehen wir sehr schön hier. Ja, jetzt läuft gerade gar nichts. Niemand weiß, was er tun soll, obwohl diese hier Vorrang haben, ne? Ach, die wollen jetzt alle da reinfahren. Auch interessant. Ja, wie ist denn die Regelung da auf der Kreuzung? Machen wir so. Und alles ist am Stehen. Obwohl hier hat sich's entspannt und da vielleicht auch, vielleicht wird's jetzt besser. Auf Dauer gesehen. So, jetzt müsste man hier an so einer Kreuzung noch sagen können, fahr bitte nur rechts rum, links dürft ihr nicht. Nur rechts abbiegen, ne, ist erlaubt. Das wäre das, was jetzt dem Spiel vielleicht fehlt. Ja, gut. Okay, ich denke mal, diesen Knotenpunkt, den müssen wir in der nächsten Folge nochmal aufrufen und gucken, wie der da ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.